der Sohn muss gratulieren zum Sieg. Wir haben es euch wahrscheinlich einfacher vorgestellt, denke ich. Ja, ich glaube, wir haben nicht erwartet, wie der Haus in Alten Wiener sind, aber wir haben es gut gemacht. Wir haben wirklich die Faust vermischt worden. Und ich auch sage, die haben total gut in dieser Zeit. Wir haben dieses beste Spiel natürlich, aber wir haben auf jeden Fall auch gleich die Kühne. Also ich bin voll aufgekommen, alles reingekommen, voll Risiko. So wird das ganze Spiel sein für unsere ganze Mannschaft. Es ist ein riesen Dorffest da mit 6.350 Zuschauern. Freue ich nichts Spezielles in dem Sinn. Aber trotzdem sehen wir, da sind 1-0 hinten und dann fangen wir an, wahrscheinlich zu schwadern, denke ich, oder? Ja, klar, wir wissen, was für Qualitäten wir haben, aber wir haben gewusst, dass wir jetzt gut was bringen, vor allem nach dem 1-0 und umso mehr. Ich bin vorher super, Allianz geht schließlich heim nach dem Berger. Mit 6 Meter ein bisschen zu Schlagermusik, meine ich, die geile Joanna Freunde, aufgeben. Was ist der Grund in der zweiten Hälfte, dass ihr denn wirklich können zeigen, was er wirklich könnt? Ist das Teamwechsel von dir und mitunter? Ja, nein, sicher nicht mir allein. Also, ich bin froh, dass ich nicht in einen noch reingemacht habe. Schade leider nicht. Aber ich glaube, wir sind mit der Mentalität rausgekommen. Ich wusste, wir müssen mehr machen. Wir müssen zeigen, was wir jetzt können. Wie schaffen wir jetzt da so der, jetzt sind das nächste Gegner hinter der FCZ. Wie schaffen wir das gegen die Zweitliga, Interregionalliga, ist 2-1 gewonnen, es ist okay, ja. Aber wie schaffen wir jetzt den Turnaround noch, um zu sagen, okay, das muss mehr kommen gegen die FCZ? Ja, ich glaube, wir sind aus der Liga Alltag normal nicht gewöhnt. Also, ich glaube, wir werden gut trainieren die Woche wie immer. Dann sind wir gut vorbereitet. Dann wünschen wir viel Glück für die Saison und nochmal Gratulation für heute.